Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Trash-Tauschpaket für dich. Und zwar habe ich mit der lieben Reva Sweet Beauty ein Ultra-Trash-Paket gemacht. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Was ich der lieben Sebasti geschickt habe, habe ich dir ja schon in meinem Aussortiert-Video gezeigt. Und wir haben uns ja gegenseitig Bilder geschickt und dann halt rausgesucht, was wir uns gegenseitig schicken wollen. Und hier ist irgendwie eine Mücke gerade. Naja, da kommen wir mit klar. Und ja, sie hat mir natürlich dann die Produkte geschickt, die ich mir ausgesucht habe. Und ich habe die Produkte an sie geschickt, die sie sich bei mir ausgesucht hat. Genau. Und jetzt habe ich hier diese ultra riesengroße Geschichte vor mir stehen. Sie hat mir auch geschrieben, dass sie noch das ein oder andere so mit reingepackt hat. Beziehungsweise ich hatte mir auch ein bisschen mehr aussuchen können, weil ich das quasi dann bei dem nächsten Spendenpaket mitschicken kann. Und das finde ich immer ganz praktisch. Dafür sammle ich dann nämlich jetzt auch immer, dass ich immer mal wieder alle paar Monate ein großes Paket schicken kann an die Wohngruppe. Genau. Ja, ich gucke hier mal rein. Hier sind nämlich schon Garten drin. Die will ich mir anschauen. Das ist, okay, 1 und 2. Liebe Claudi, ich freue mich wieder sehr auf unser Tauschpaket und hoffe, du hast viel Freude damit. Wie geschrieben, du darfst gerne auch vieles verschenken oder verlosen. Aber eine Box habe ich für dich gepackt und eine für deine Mama. Ich wünsche euch viel Freude damit und hoffe, die Box gefällt euch. Das ist so geil, ich habe es direkt gesehen, dass eine Box für meine Mom mit dabei ist. Ich wünsche euch einen schönen Beauty-Tag und viel Spaß mit den Produkten. Bleib so, wie du bist. Ich schaue immer sehr gerne deine Videos und hoffe, du hast weiterhin viel Erfolg. Hab dich lieb, deine Seva Sweet Beauty. Liebe Grüße an deine Mama. Richte dich auf jeden Fall aus. Das sind wunderschöne Karten, ne? Nude is the new pink, hat sie hier mit reingepackt. Und PS, I hope you feel beautiful today. Das sind 2 Karten, die waren mal in der Pinkbox mit drin. Richtig cool. Vielen, vielen Dank für die lieben Worte. Ne? Das ist echt cool. Okay, dann gucke ich zuallererst mal rein, was sie meiner Mom gepackt hat. Oh mein Gott, das ist schwer. Oh mein Gott, das ist die Box. Da steht auch direkt drauf, diese Box ist für deine Mama. Ich werde mal ein bisschen spoilern. Ah, die wird sich freuen, ich sage euch das. Und die hat das so süß eingepackt. Pinkbox. Ach Quatsch, Glossy Box. Ein Schleifchen. Oh, die hat meiner Mama eine... Krass. Okay, ich fange einfach mal an. Da hat sie von Sebamed für trockene Haut eine Pflegelotion mit pflanzlichen Phytosterolen reingepackt. Meine Mama hat nämlich eine sehr sensible Haut. Also sie hatte mal Neurodermitis. Ist ein bisschen crazy eigentlich. Ne? Im Prinzip, als sie mit mir schwanger geworden ist, hat sie da vor allem die Probleme bekommen. Aber das hatte halt auch noch natürlich andere Gründe. Aber ne, das ist... bisschen, ja, für mich immer so, finde ich ein bisschen doof halt, weil ich ja im Prinzip dann schuld bin und das ist irgendwie traurig. Aber naja, auf jeden Fall, mittlerweile hat sich das alles gebessert und ich weiß gar nicht, ob ich das bei YouTube dann so mal erzählen will. Ich möchte das vorher mal mit meiner Mom besprechen, ob ich das überhaupt darf, aber es hat etwas verändert, also etwas hat sich bei ihr verändert und seitdem hat sie echt eine viel, viel bessere Haut bekommen und seitdem hat sie da auch wirklich nicht mehr so die Probleme mit. Ich frage sie mal. Ich werde es jetzt sagen, aber ich schneide es raus, wenn ich es nicht sagen darf. Und zwar hat sie die Mandeln rausnehmen lassen. Und das hat bei ihr einfach viel verändert. Und vor allem hat es einfach ihre Haut so um Längen verbessert. Seitdem hat sie nicht mehr diese krasse Neurodermitis. Und das ist echt heftig und war ein absoluter Life-Changer für sie. Und ja, muss ich wirklich sagen. Seitdem hat sie nicht mehr die Probleme, seitdem kann sie sich schminken, seitdem kann sie so viel machen. Sie hat nach wie vor sensible Haut, aber sie hat halt nicht mehr diese Neurodermitis so krass, wie es damals halt war. Ne? Also sie hatte teilweise echt große Probleme damit, dass sie halt auch echt heftige Cremes und so verwenden musste. Und hätte sie das mal vor 30 Jahren gemacht. Ne? Egal, auf jeden Fall habe ich hier das... coole Produkte, die habe ich ihr schon ein paar Mal gegeben und die freut sich da jedes Mal so wie Bolle drüber. Das ist so cool. Vielen, vielen Dank. Und ja, ne, das ist die Sebamed Pflegelotion. 1A, das ist halt auch ohne Parfümstoff und all so ein Kram und das ist dafür echt perfekt. Ich glaube, die lacht sich kaputt, wenn die sieht, dass jetzt auch schon für sie Boxen mitgepackt werden. Ne? Das ist großartig. Dann hat sie hier noch ein Deo mit reingelegt, Balsam Deo Sensitiv. Das ist dieses hier.
Das ist ein Deo-Roller und das ist deutlich angenehmer, als wenn du halt ein Deo-Spray verwendest. Von daher vielen, vielen Dank. Da wird Mom sich mega drüber freuen. Und dann hat sie noch 3 Produkte von LR Health and Beauty hier reingelegt, wenn ich das richtig sehe. Und zwar einmal ein Face-Serum, 24 Stunden Feuchtigkeit mit Aloe Vera und Bio-Oliven-Extrakt. Richtig cool. Also auch mit der Firma hatte ich ja mal zusammengearbeitet und habe da Produkte zum Schminken bekommen. Habe da auch ein Fullface mit geschminkt. Das ist aber schon eine Weile her. Und wow, vielen, vielen Dank. Ich weiß, dass es relativ hochpreisig ist. Dann hier eine Tagescreme Extra Rich. Extra Rich Deeply Nourishes and Soothes Face Skin. Okay, ja wundervoll. Eine Tagescreme. Und das hier ist dann wahrscheinlich, ja, Regenerating Night Cream Nourishes and Regenerates Overnight. Genau, über Nacht wirst du dann da entsprechend regeneriert. Mensch, vielen, vielen Dank. Da wird die sich extrem drüber freuen. Und ja, wow, danke. Da sage ich in Mamas Worten, nein, in Mamas Sinne, in Mamas Namen, Dankeschön. Das muss ich aber genauso schön wieder zumachen. Mega geil. Das ist echt geil. Diese Box ist nur für dich. Liebe Grüße, Seva Sweet Beauty. Nur für mich. Ich stelle das mal runter, weil das ist im Weg. Ha, Platz auf dem Tisch hier. Wow. Alter Schwede, huch. Das nenne ich mal prall gefüllt. Das nenne ich mal prall gefüllt. Als erstes habe ich hier von Garnier Fructis die Wonder Mask. Das ist mit 2 Schritten. Das habe ich auch schon mal verwendet. Das finde ich auch echt cool. Ja, ne? Wird auf jeden Fall verwendet. Vielleicht sogar heute Abend. Das muss ich mal gucken, weil heute ist Freitag, wo ich das Video drehe. Und freitags und dienstags verwende ich ja auch Haarkuren, Gesichtspeeling, Körperpeeling und so ein Kram. Genau, richtig geil. Hm. Du machst dir das auf jeden Fall nacheinander auf die... Danke. Du machst dir das auf jeden Fall nacheinander in die Haare rein und hast dann wundervolle Haare danach. Jedenfalls ist es der Plan. Vielen, vielen Dank. Das habe ich, glaube ich, auch schon da. Weiß ich gar nicht. Funtime Beauty It's a Bubbly Affair. Bubbly Face Mask. Foaming and Deep Cleansing. Mhm. Sehr cool. Das ist eine Bubble Maske. Die hatte ich noch nicht verwendet, glaube ich. Von Alverde die feuchtigkeitsspendende Maske mit Hyaluronsäure. Sehr geil. Ich mache das in letzter Zeit öfters, dass ich erst eine reinigende Maske verwende, die abspüle oder abmache oder wie auch immer und danach dann eine feuchtigkeitsspendende Maske. Das hat mir in letzter Zeit sehr gut geholfen. Watermelon Fruity Face Sheet Mask Refreshing. Wie geil ist das denn? The Beauty Department. Sagt mir gar nichts und das ist eine Tuchmaske mit Wassermelone. Oh, danke. Clay Sheet Mask Soothing and Calming with Kaolin Clay. Also das ist mit Lehm. Tatsächlich eine zweigeteilte Tuchmaske, die mit Lehm ist. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Dankeschön. Alter Berlin, was eine Masken, ey. Geil. Klärend und Feuchtigkeitsspenden mit Aktivkohle und grünem Tee. Das ist von The Beauty Mask Company eine Tuchmaske. Das ist, glaube ich, eine koreanische Multiple Nutrition Care Facial Mask. From Cows and Bees Images Milk Mask with Honey. Cool. Auch das ist eine Tuchmaske. Da freue ich mich auch drauf. Geil, das sind auch so außergewöhnliche Masken. Das feiere ich gerade voll. PF 79, keine Ahnung. Fresh Fruit Extracts Shea Butter Sheet Mask After Sun. Die wird im Sommer verwendet. Auch eine koreanische Maske. Geil. Ein Beauty-Schwämmchen. Das ist cool, ne? Ja, ich glaube genau, das ist das Beauty-Schwämmchen, was Sammy mir, als er hier meine ganzen Schwämmchen gemopst hat, hat er mir das hier zerfetzt. Vielen Dank, richtig geil. Miracle Sculpting Sponge, das ist, ja, einfach mal ein Schwamm, der einfach ein bisschen anders aussieht. Schönheitshandcreme, verwöhnt anspruchsvolle Hände. Von Nonique, okay, mit Grapefruit scheint die zu sein. Oh ja, die riecht auch wirklich nach Grapefruit. Mit Bio-Arganöl und Bio-Granatapfel. Vielen, vielen Dank. Das wird jetzt im Winter vor allem meine Hände richtig schön pflegen können. Dann habe ich hier eine Körpermilch von Styx mit Aloe Vera. Auch das wieder ein veganes Produkt. Das finde ich cool. So eine kleine Größe, da kann man halt ein bisschen was testen.
Oh ja, Sticks, ne? Das mag ich sehr gerne. Davon hatte ich auch so einen Kartoffel-Handbalsam mal, der aber auch richtig gut gerochen hat. Vielen Dank. Das wird jetzt richtig gut meine Schienbeine so pflegen, weil da habe ich jetzt ja natürlich aktuell mit der Trockenheit so ein bisschen Probleme mit. Oh, ich liebe dich. Oh, Even Elegance Foundation Brush von Love, L.O.V. Das ist einfach schwarz, man sieht nichts, ne? Ich liebe diese Pinsel von L.O.V. Boah, bist du geil. Oh ja, das ist so ein richtiger Foundation-Buffer. Und ich bin in letzter Zeit auch dazu übergegangen. Heute habe ich auch meine Foundation nur mit einem Pinsel, also mit einem Foundation-Buffer aufgetragen. Und ich bin halt wirklich dazu übergegangen, meine Foundation erst mit einem Pinsel in meinem Gesicht zu verteilen und wenn nötig dann mit einem Schwämmchen einzuarbeiten. Und jetzt habe ich hier einen richtig schönen Foundation-Buffer von Love. Mega, die Pinsel von Love. Ich mag Love, danke. Oh. Balea, noch dreimal schlafen. Das kommt aus ihrem Adventskalender. Richtig cool. Das ist eine Ampulle. Ich weiß aber nicht, welche ist das? Winterguard. Ach, cool. Die wird dann quasi meine Haut jetzt im Winter schützen. Die wird getestet. Dankeschön. Das ist cool. Oh, noch ein Pinsel. Oh, von Spectrum. Das ist der A10. Das ist ein Fanbrush, damit kannst du Highlighter hier ganz nice auftragen. Vielen Dank. Der ist jetzt ein bisschen elektrisiert, ja. Weil er gerade aus der Verpackung kommt. Richtig cool. Und der hat halt auch eine schöne Größe. Und dann kannst du hier so Highlighter auffächern. Danke. Okay, was ist das denn? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ach, wie geil. Von Biore Aktivkohle, porenverfeinerndes Peeling mit Aktivkohle. Wusste ich gar nicht, dass Biore jetzt auch solche Produkte rausgebracht hat. Das ist geil. Ich mag ja die Aktivkohle, diese selbsterwärmenden Masken richtig gerne. Die Thermomasken, One-Minute-Thermomaske. Und das ist toll. Befreit von Hautschüppchen, verfeinert das Hautbild sichtbar. Das wird getestet. Vielen Dank. Hier oben kommt das dann irgendwie raus. Das muss echt getestet werden. Guck mal, wie fancy das aussieht, ne? Das muss ich austesten. Ein Cleanser, sehr geil. Pure Skin Face Cleanser von First Aid Beauty Fab. Das hatte ich, glaube ich, auch im Adventskalender mit drin. Remove Surface Oils, Make-up, Dirt and Grime. Genau, das nimmt ihr einfach alles vom Gesicht, was nicht drauf gehört. Also in dem Moment, ne, kannst du jetzt auch super zum Make-up entfernen verwenden. Geil, danke. Dove Pflegeversprechen Limited Edition Winterpflege Body Lotion für trockene Haut, ein Pflegeduo, Feuchtigkeit und Tiefenpflege. Mega. Dove hat wirklich schöne Produkte. Muss ich wirklich sagen. Und vor allem auch richtig pflegende Produkte. Ich meine, nicht zu Unrecht wurden wir von unseren Müttern und Omis quasi in Dove und Nivea gebadet. Finde ich geil. Mit verwöhnendem Duft für winterweiche Haut. Boah, riecht das gut. Das riecht so reichhaltig. Dankeschön. Mega. Noch ein Produkt von Nonique. Das war auch von Nonique, ne? Das war von Nonique die Handcreme. Und jetzt haben wir hier eine Energie-Körpermilch. Extreme Energy Body Milk mit Bio-Maracuja und Bio-Mango-Butter. Da muss ich mal gucken, ob mir der Duft auch wirklich zusagt. Da bin ich ja immer sehr vorsichtig, muss ich gestehen. Weil ich mag am liebsten ja so blumig, fruchtig-süß. Und das ist schon fruchtig wegen Mango wahrscheinlich und Maracuja. Oh, guck mal. Das ist cool. Doch, die riecht auch sehr sanft. Die riecht auch gut. Noch eine Maske. Mega. Von Schäbens. Pomegranate Fruit Bomb. Feuchtigkeitsmaske. Aktiviert und revitalisiert. Ach, guck mal. Aktiviert die Zellerneuerung, revitalisiert und schützt für einen strahlenden Teint und mit fruchtigem Ei. Zitrusaroma. Okay, da muss ich gucken, ob das funktioniert. Muss aber getestet werden. Oh ja, Sand and Sky Australian Pink Clay, die ist gut. Das ist ein Flash Perfection Exfoliating Treatment Mattify and Invigorate, keine Ahnung. Genau, das ist eine Maske. So, dann habe ich, oh ja, All-in-One Egg Melon Cream. 5-in-1 Firming Moisturizer. Too cool for school. Ich meine, die Marke, die kennen wir ja, da hatte ich auch schon Masken von. Aber was ist das? Hochkonzentrierte 5-in-1 Creme, Toner, Serum, Creme, Augenpflege, Maske. In einem Produkt für nährende Hautpflege. Anwendung sofort abbrechen, wenn Hautirritation oder Ausschlag auftreten. Okay, ja, Wahnsinn. Alles in einem? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil du hast ja unterschiedliche Bedürfnisse, je nach Hautpartie und so. Das soll alles in einem sein? Sieht auch fancy aus, ne? Diesem Spender. Dann hat sie hier noch was eingepackt. Oh,
Ja, ne? 24 Hours Brow Setter, ich liebe ihn von Benefit. Ich liebe dieses Produkt, das ist so, so geil. Das tackert dir die Augenbrauen quasi fest. Du kriegst es nachher auch super abgeschminkt, überhaupt kein Problem. Aber es hält dir wirklich über den Tag die Augenbrauen an Ort und Stelle. Es hält das Produkt auch wirklich drauf, ne? Das macht alles langfristig haltbar. So geil, trage ich auch heute. Danke. Dann von Pixi, Glow Tonic Exfoliating Toner mit 40 ml. Genau, das ist dieses Produkt. Ich will mehr von Pixi testen, ne? Muss ich mich dran trauen? Exfoliating ist immer irgendwas mit so ein bisschen Peeling. Gently exfoliates and brightens, revealing healthy glowing skin. Okay. Morgens und abends verwenden, nachdem man das Gesicht gereinigt hat, einfach mit einem Wattepad auftragen und die Augenpartie aussparen. Wird getestet. Also eine kleine, schöne Probiergröße. Und das finde ich geil. The Body Shop British Rose Duschgel. Leute, das hatte ich als Bodyjoghurt von The Body Shop und ich liebe diesen Duft. Boah, ist das geil. Echt, da könnte ich den ganzen Tag da drauf machen. Den ganzen Tag könnte ich das riechen und ich würde es genießen. Dankeschön. Wow, auch wieder eine prall gefüllte Box. Ey, du bist doch wahnsinnig, ne? Das ist so, so schön. Okay, Garnier. Hautklar 3 in 1. Reinigung, Peeling und Maske. Das ist quasi auch so eine kleine Probiergröße, dass man einfach mal schaut, gefällt mir das überhaupt? Finde ich klasse. Von Taoase Schlafgut. Das habe ich schon mal verwendet. Habe ich jetzt mittlerweile ein bisschen anders. Nämlich so ein Steinchen, so ein Speckstein, wo ich was so ätherische Öle drauf tröpfeln kann und das dann quasi neben meinem Bett habe. Auch richtig klasse. Und das hier ist hier mit Lavendel und Orangenduft. Und ja, das soll quasi machen, dass du entspannter einschlafen kannst und dich so ein bisschen beruhigen. Das ist tatsächlich eher für meinen Freund was. Bandito Maskbar oder für meinen Stiefpapa. Genau. Chill a Minute or 30 Cream Mask. Ja, ne? Denn mein Stiefpapa verwendet tatsächlich auch gerne Masken. Da habe ich den so ein bisschen angefixt. Richtig geil. Balea Hyaluronic. Das ist eine Ampulle. Richtig cool. Ich mag zurzeit Ampullen so, so gerne. Vielen, vielen Dank. Deep Sleep Pillow Spray, okay, das habe ich auch schon neben dem Bett stehen. Das verwende ich immer heimlich, wenn mein Freund gerade nicht guckt, weil er mag den Duft nicht so gerne. Und das mache ich nur ganz sanft auf mein Kopfkissen drauf und dann kann ich wirklich gut danach schlafen. Das hat so ein, von This Works ist das, es hat so einen Lavendelduft. Ich mag das ja richtig gerne. Deeply Nourishing and Anti-Aging, das ist eine Peel-Off-Gold-Mask. Die hatte ich auch, glaube ich, schon mal. Die kommt vom Action. Fand ich ganz gut. Also da muss ich auch wirklich mal review-technisch zu sagen, lohnt sich wirklich, die mal anzugucken, weil die tut auch nicht so irre weh, wenn du die halt runter machst. Natürlich, wenn du so ein paar Härchen im Gesicht hast, ne, gehen die vielleicht auch mal mit raus und das piekst dann ein bisschen. Aber im Großen und Ganzen ist es eine wirklich schöne Maske, die einen angenehmen Peel-Off-Effekt hat und gleichzeitig halt auch wirklich gut für die Haut ist. Ne? Also die reinigt die Haut und ist gleichzeitig nicht zu böse. Das kennt man ja auch manchmal von diesen Peel-Off-Masken. Ne? So, dann hat sie mir noch mit reingepackt. Spa Exclusive Bath Pearls, The Freedom of Tanchotsuru. Okay. Ja, ich habe keine Badewanne. Sowas würde ich mir in einem Fußbad machen. Oder wie sie ja schon geschrieben hat, entweder dann spenden, weitergeben, verlosen, wie auch immer. Ich denke, dass das tatsächlich eher in einen Fußbad mal mit reinkommt. Dann eine Blackhead Ui Aichun Beauty Remover and Whitening Complex. Aha, habe ich noch nie gesehen. Interessant. Also das macht dir quasi deine Mitesser weg auf der Nase. Das ist quasi eine Maske. Guck dir das an. Das Bildchen, das ist eine Maske nur für die Nase. Das ist ja geil, oder? Cool. Allein deswegen muss das witzigerweise ausgetestet werden. Butcher's Sun Clean and Relax Face Mask. Ja. Okay, wenn meine Mom jetzt schon ein Paket bekommt von dir, dann bekommt mein Stiefpapa jetzt auch ein Paket von dir. Und bekommt da dann tatsächlich auch die Bandito-Maske rein und die Butcher's Sun Maske. Der wird sich freuen, ich sag's dir. Der wird sich wirklich mega freuen, weil ist so. Dann von Spa. War das nicht in dem Action-Adventskalender auch drin. Exclusives Relaxing Bath Salt. Mega cool. Sowas normalerweise, ich überlege gerade, die haben nämlich auch eine Badewanne. Komm, dann kriegen die beiden einfach auch mit rein, dann können die sich auch ein bisschen chillen. Doch, das finde ich gut, das kriegen die jetzt. Zack. Sadik und Voltaire, ein unfassbar guter Duft. This is her Eau de Parfum Pour Elle. Das ist eine kleine Parfümprobe. Ein ganz toll riechendes Parfüm.
sehr weiblich, aber gleichzeitig sportlich und wirklich angenehm. Also ein klasse Duft. Yves Saint Laurent Encre de Peau All Hours Foundation. Und das hier ist die Farbe B50 Honey. Die wird mir leider viel zu dunkel sein. Gebe ich aber gerne weiter. Max & More Highlighter Drops in der Farbe 138 Dreamcatcher. Ja, ich bin tatsächlich kein Fan von flüssigen Highlightern, Drop-Highlightern, Creme-Highlightern oder, tatsächlich. Das heißt, wird auch nicht bei mir bleiben. Was ist das denn? Wie geil. Oh, sweet. Guck mal, das ist ein Apfel. Ich raste aus, das ist ein Parfüm. Ich mach mal so. Ha, du drückst hier oben auf dieses Apfelvieh drauf. Oh, das riecht toll. Es riecht richtig gut. Ich mag sowas ja. Oh, so ein Flakon im Badezimmer, ne? Finde ich super witzig. Geil. Das behalte ich, danke. Von Kiehl's Powerful Strength Line Reducing Concentrate. 12,5% Vitamin C und Hyaluronsäure. Genau, das ist eine Probe davon. Das ist auch interessant. Mina oder Dreina, The Eye Gloss. Ja, damit bin ich nicht klargekommen. Ich hatte das auch tatsächlich mal da. Der wird auch weiter wandern. EOS, intensiv pflegende Handlotion. Trockene, sehr trockene Hände. Vanilla Orchid. Oh, Vanille Orchidee, Leute. Ich habe so viel Handcreme. Aber Vanille-Orchidee ist natürlich schon mal eine Hausnummer, ne? Geil. Pantene Pro V Repair and Care bekämpft Anzeichen von Haarschäden. Das ist eine Spülung. Das ist eigentlich praktisch und perfekt, wenn du irgendwie so Sport machen gehst oder so. Dann kannst du es mitnehmen. Aber ich mache natürlich keinen Sport aufgrund von Faulheit. Ja, ich liebe Pantene Pro V. Richtig geil. Dann hier nochmal so eine Nasenmaske. Feierlich hart. Essence Instant Matte Made Make-up Setting Spray. Ja, genau, das wird weiter wandern, weil ich mag ja nicht so gerne mattierende Sprays. Eveline, Argan und Vanilla, Spa Professional, was ist das? Balsam Peeling, Luxury Body System. Polnisch? Ich kann kein Polnisch. Irgendwas mit 3 Minutis. ja. Kommt doch aus Polen. Nee, aus Frankreich. Ja, wenn das auf Französisch steht, dann müsste ich das doch verstehen. Ist aber alles polnisch. Aber Body System, also wird es quasi für den Körper sein, dass du quasi Body, also Duschgel und Peeling in einem hast. Das finde ich eigentlich ganz cool. Dann Sunsport 30 High Protection von Lancaster. Jo, das ist niedlich, ne? Aber das ist ganz praktisch, wenn du halt wirklich unterwegs bist und das mit in der Tasche hast und dann quasi dir das eben drauf machen kannst. Finde ich super praktisch. Aus dem Balea Adventskalender hat sie mir auch noch ein bisschen was reingepackt. Hier habe ich einmal einen Lippenbalsam. Den hatte ich tatsächlich auch letztes Jahr oder tatsächlich vorletztes Jahr selber im Adventskalender. Und dann noch eine Highlighter Cream. Dann habe ich noch den Hand- und Nagelbalsam hier mit drin. Waschgel und Augen-Make-up-Entferner 2 in 1. Fußmaske, das finde ich klasse. Ein Glow Tonic. Und dann ist noch, wow, von Kiehl's eine Handcreme mit drin. Von Lancaster das Advanced Genifique. Also das ist ein jugendlichkeitsaktivierendes Konzentrat. Sackteuer das Teil. Und witzigerweise ein Glossy-Heftchen. Nee, ein Pinkbox-Heftchen, genau. Ein Pinkbox-Heftchen, weil das ist ja eine Pinkbox, aus dem ich das jetzt rausgenommen habe. Keine Sorge, wir sind noch nicht fertig. Die vorletzte Box. Oh ja, geil. Da hat sie mir hier einmal reingepackt von Glove, die Reusable Make-up Patches, Pads, wie auch immer. Da habe ich jetzt tatsächlich schon 4 Stück von, aber ich finde die richtig gut. Kannst auch nie genug von haben, Leute. Auf jeden Fall sind das super schöne, flauschige Pads, mit denen du dein Make-up so schön entfernen kannst. Keine Ahnung, warum du die nicht haben willst. Ich finde die so, so klasse. Also vielen, vielen Dank dafür. Ein EOS Lip Balm Tropical Escape. Der wird weiter wandern, weil die bei mir leider nicht so pflegend sind, wie ich es gerne hätte. Das finde ich cool. Stop the Water While Using Me All Natural Lemon Honey Soap. Das ist einfach eine Handseife. Und das ist einfach eine sehr, sehr charmante Firma. Genau, ja. Spa Exclusives Refreshing Face Wash. Auch das eine Limited Edition, die, glaube ich, auch aus dem Action Adventskalender kommt. Ein Nagellack von, ja, Uslu Airlines. Finde ich super witzig. Das ist so ein, ja, halb durchsichtig roter Nagellack. Super spannend. Dann Silica Nagelaufbauserum. Nee, Silicea Nagelaufbauserum für brüchige Nägel. Voll mein Ding.
brauche ich definitiv, weil ich habe brüchige Nägel, beziehungsweise nicht nur brüchige Nägel, sondern vor allem, ja, sie brechen mir natürlich schnell ab. Und seitdem ich halt keine künstlichen Nägel mehr habe, keine Gelnägel, sondern mir die auch selber halt lackiere. Das ist übrigens von Rival Loves Me, ein Nagellack in Kombination mit Sally Hansen. Habe ich auch auf Instagram in meiner Story geteilt, wie ich das gemacht habe. Genau, und das ist einfach ein Serum. Ich mache mir tatsächlich jeden Abend so ein Nagelserum auf meine Nägel drauf, damit sie halt halten. Genau, damit es denen gut geht. Von René Futterer, Karité Hydra, was ist das? Ein Shampoo für trockenes Haar. Perfekt. Läuft, nehme ich. Von Balea ein 10-Trenner. 10-Trenner-Pads, aha. Das ist interessant. Okay, ich trage jetzt relativ selten Flipflops, aber ich kenne das Gefühl, dass wenn du halt so Flipflops hast, dass dir quasi die da wehtun. Das ist voll gut. Von Mixer, auch das wollte ich unbedingt mal probieren, Hyaluro Fresh Body Lotion zieht sekundenschnell ein und ist hochverträglich mit Hyaluronsäure für normale bis trockene Haut mit einem Pumpspender. Ultra geil. Dankeschön. Finde ich voll klasse. Dann eine Caring Day Cream, auch von Spa. Ei, 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 ei. Hier ist was los, Leute. Eine Body Butter, auch von Spa. Den Karton haben wir noch. Oh mein Gott. Das ist so, so geil. Prall gefüllt. Origins Super Spot Remover. Den hatte ich auch im Adventskalender drin. Hat bei mir leider nicht so gut funktioniert, muss ich gestehen. Dann von Balea reinigendes Handgel Dancing in the Sun. Duftet nach süßen Summer Vibes. Oh. Benutze ich auch immer mehr. Tatsächlich Spa Relaxing Shower Gel. Das ist dieses Produkt. Den hatte ich auch im Adventskalender und habe ihn nicht verstanden. Das ist einfach ein grüner Stift. Face Crayon. Was malt man sich denn Grünes aufs Gesicht? Keine Ahnung, man malt sich grüne Geister aufs Gesicht oder so, ne? Das kannst du damit halt machen und das ist dann halt gut fürs Gesicht. Finde ich interessant, kann ich aber so nichts mit anfangen. Vielleicht als Eyeliner. Ein Lippenstift von Max & More, ein Rot. Ich habe sehr viele rote Lippenstifte, das heißt, der wird weiter wandern. Scarlet Red ist die Farbe. Oh, schön. Body Lotion Cherry Flower, die werde ich verwenden. Die ist auch in einer ja, guten Probiergröße. Wird aber umgefüllt, weil ich kenne diese Spender, die sind ziemlich blöd. Du kriegst da nicht wirklich Produkt raus. Mit Kirschblütenextrakt, ne? Feuchtigkeit spenden für normale Haut, das finde ich mega geil. Noch eine Handcreme. Alverde Intensiv Handcreme Bio Granatapfel und Bio Karité Butter für sehr trockene Haut. The Humble Co. Charcoal, die hatte ich selber mal getestet. Habe auch, ich glaube, 2 von denen schon komplett leer gemacht. Und ja, die wird auch weiter wandern. Hat bei mir nicht so gut funktioniert. Ich hatte nicht dieses Gefühl von unfassbar sauber irgendwie, weiß ich nicht. Und das sah alles irgendwie im Waschbecken dann auch echt immer übel aus. Yves Rocher, das ist ein Deo ohne Aluminiumsalze. Ein frisches Deodorant, das ist ein Deo-Roller. Finde ich cool. My Kima Beauty Bio-Schafmilchbalsam mit Olivenöl aus biologischem Anbau. Okay, und hier ist einfach ein Schaf abgebildet, Leute. Moisturizes Dry and Irritated Skin bei trockener und gereizter Haut. Ja, cool. Ocean Well Hand and Nail Cream macht Hände streichelzart. Maritime Naturkosmetik habe ich entweder schon da oder hatte ich schon mal da. Dann habe ich es weitergegeben. Fit Me, die Foundation Matte and Poreless in der Farbe Classic Ivory von Maybelline. Das wird mir zu dunkel sein. Cliff Energy Shower Body Hair Deo Shave Strong Attack in Tiger Grass Extra Fragrant. Das geht an meinen Stiefpapa. Dann von Spa ein Luxury Body Mist. Von Max & More Lip Lacquer Metallic. Okay, wow, das ist mal eine Farbe, oder? Das ist krass. Hat was von NYX auch so ein bisschen. Heartless, herzlos, oh Gott. Jau. Das ist auch cool. Yes to Tomatoes, Clear Skin, Detoxifying Charcoal Facial Wipes. Und das sind 10 Cleaning and Detoxifying Tücher. Removes Make-up with a Swipe. Okay, das sind Make-up-entferner Tücher. Interessant. Hiervon habe ich auch schon 2 Stück. Das ist von Bodyography Pro Make-up Brush Cleanser. Genau, das ist einfach ein Spray für die Pinsel, um sie halt grob vorzureinigen. Und das letzte Produkt ist hier von Spa Exclusives eine Handcreme. Genau.
Meine Güte. Also ich habe hier sehr, sehr viele Produkte jetzt stehen. Ein Teil davon geht an meine Mama, ein Teil davon geht an meinen Stiefpapa, ein Teil bleibt hier, aber ein Großteil wird tatsächlich auch anderweitig weitergegeben. Und ich denke vor allem, dass es dann auch gespendet wird, ne? Also da werden sich die Mädels drüber freuen. Ich hatte letztens auch eine ganz liebe Nachricht bekommen, dass es alles gut angekommen ist und dass das alles sehr gerecht aufgeteilt wurde und alle sehr glücklich darüber sind. Ja, und ich finde einfach, dass ich auch für Nachschub sorgen muss. Und das werde ich auch immer mal wieder tun, ne? Ja, ihr Lieben, jetzt habe ich erstmal was zu tun, denn ich muss hier erstmal aufräumen. Ja, mega geil. Sebasti, immer wieder gerne. War richtig cool. Und es ist immer so eine Win-Win-Situation, ne? Ich habe so Aussortiertes, worüber sie sich freut. Sie hat Aussortiertes, worüber ich mich freue. Sei es, indem ich es selber benutze oder indem ich es halt weitergebe. Aber ich freue mich da tierisch drüber, wenn ich etwas halt spenden kann. Und ja, ihr Lieben, das war das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Tauschpaketen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!